Sie ziehen uns an. Eigentlich, was mir gefällt, das kaufe ich. Hip und keine Umweltsünde mehr, oder? Also jedes Kleidungsstück, was wir kaufen und tragen, trägt massiv zur Verschmutzung unserer Gewässer bei. Immer noch vergiften Textilfabriken unsere Flüsse. Wie kann das sein? Und wie kommt das Gift auf die Felder und in unser Gemüse? Unsere Kleidung. Grün gewaschen oder wirklich nachhaltig? Neueröffnung einer Primark-Filiale in Bonn. Die Jagd auf schicke Outfits für kleinstes Geld kann losgehen. Klima- und Umweltschutz, Ausbeutung. Solche Mahnungen. Trüben die Stimmung drinnen nicht. Und bei Primark shoppen hat ja auch was für sich. Ja, weil das unschlagbar ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Da bekommt man total schöne Sachen und super günstig. Für den Kindergarten sind die Klamotten 1A, weil im Kindergarten sehen die Kinder aus wie und die sind kleine halt nicht so Schweinchen teuer. Und sind halt nicht so teuer. Wir treiben das Primark-Prinzip mal auf die Spitze. Alles hier zum Nulltarif. Für ein Experiment, bei dem es doch einen Preis gibt. Aber der wird hier gezahlt. Unser Aquarium. Ein Symbol für die Flüsse, zum Beispiel in Asien. Und das hier steht für Färbemittel, die ungeklärt ins Wasser gelangen. Also völlig umsonst gibt es die Klamotten hier nicht. Hier, guck mal, ja, das ist doch cool. Das ist cool. Was muss ich dafür machen? Dieses Gift nehmen und den Fischen reinkippen. Nein, das Lebewesen. Macht man nicht. Nö. Durch das Symbol würde ich jetzt vermuten, dass irgendwas Giftiges. Und das würde ich ja nicht zu den Fischen kippen wollen. Sollen wir das für den Papa nehmen? Und dann hören wir mal, was der Haken ist, ne? Da steht er. Okay, dann hat's das erledigt. Vielen Dank. Was mache ich denn? Warum nicht? Aber das Tiere sind Lebewesen. Es ist wahrscheinlich bei der Herstellung passiert wahrscheinlich genau das Gleiche, aber das sieht man nicht so bewusst, wie wenn man das jetzt selber tun würde. Alles nur Panikmache, würden wir vermutlich hier hören. Die Zeiten haben sich geändert. Die Textilproduktion heute, sagen die Hersteller, ist nachhaltig, umweltfreundlich, wassersparend. Mal schauen, was daran stimmt. Und wir beginnen bei den Sieders aus Mettmann, einer typischen Shoppingfamilie. Benny und Vincent stehen auf Sportmarken. Die Eltern wollen einfach gut angezogen sein. Und für Sophia ist Mode ganz wichtig. Heute geht es mal nicht um den passenden Farbton, sondern ums Färbemittel. 6 Liter Wasser und Farbe sind das. Der Durchschnitt für ein einziges Longsleeve. Mit jeder Menge Farb- und Konservierungsstoffen. Das ist nicht gut für die Umwelt und vielleicht sterben auch Tiere daran und Pflanzen. Das ist wirklich viel, ne? Also wenn man dann bedenkt, wie viel an Massen an Klamotten produziert werden, wie viel Wasser dann verbraucht wird und wie viel Abwasser dann entsteht. Und das ist längst nicht alles an Dreckwasser. Ein Spülgang fehlt noch. Alles für ein Shirt. Und wenn man alles zusammenrechnet, was im Schrank liegt? Jeder wiegt nach. Denn in der Praxis rechnet man in Kilo. Jedes Kilo braucht 20 Liter Wasser. Bis jetzt sind wir bestimmt hier über fast bei 30 Kilo bei meinen Klamotten. Aber da sind auch viele Sachen, die ich nicht anziehe, die mir zu klein geworden sind, wo ich denke, vielleicht passe ich irgendwann mal wieder da rein. Und weil sich über die Jahre schon was ansammelt, hat Mama auch das meiste. Insgesamt kommt die Familie auf fast 200 Kilo Klamotten. Runden wir mal auf. Denn Winterkleidung und Sachen in der Wäsche fehlen. Am Ende der Rechnung kommt Sophia auf 520 Wannen Farbwasser. Nur für eine Familie. Was passiert mit dem ganzen Farbwasser in der Textilindustrie? Wir schauen uns in Bangladesch um. Zweitgrößter Textilproduzent nach China. Denn Bangladesch gilt inzwischen als Paradebeispiel für moderne Produktionsweisen.
nach einer schlimmen Vorgeschichte. Vor 6 Jahren stürzt die Fabrik Rana Plaza ein. Mehr als 1.000 Tote. Kein Geld für Sicherheit, weil alles billig sein musste, so der Vorwurf. Hersteller und Handel reagieren. Im Bündnis ACT lassen sie heute nur noch bei zertifizierten Fabriken produzieren, die Mindestlöhne, Sicherheitsstandards und Umweltschutz versprechen. Diese Fabriken sind beim Textilverband von Bangladesch gelistet. Nur bei denen darf man bestellen. Wir schauen uns eine Färberei nahe der Hauptstadt Dhaka an. Die Firma Mithela produziert unter anderem für Marken wie C&A, H&M und Zara. Alles höchster Ökostandard. Hier wurde viel investiert. Aber nur so geht's, erklärt man uns. Von unserer Seite aus müssen wir uns für die nächste Generation, für die Zukunft einsetzen. Ranjin Kumudash zeigt uns seine hochmoderne Kläranlage. Statt die Brühe aus dem Färbeprozess in den Fluss zu leiten, wird das Wasser wieder aufbereitet und gereinigt. So soll es sein. Aber lohnt sich das auch für die Fabrik? Das ist sehr traurig. Wir bekommen keinen einzigen Cent extra. Das sollte definitiv anders sein, auch aus Sicht der Marken. Sie sollten sich beteiligen, denn wir sind eine grüne Fabrik und haben viel investiert. Was sagen die Marken dazu? C&A bestätigt uns das. Sämtliche Investitionen müssen von den Fabriken kalkuliert und in den Verkaufspreisen der Produkte entsprechend berücksichtigt werden. H&M sagt uns nicht, welchen Anteil der Kosten sie übernehmen, damit hier umweltfreundlich produziert wird. Zara antwortet gar nicht. Die hohen Standards, die die Marken fordern, finanziert von Fabriken vor Ort. Aber funktioniert das System? Wir schauen uns die Flüsse in Dhaka genauer an und bekommen Zweifel. Wir sind am Dhaleshwari und treffen Shamin und sein Team. Einige der letzten Fischer. Andere Flüsse, erzählen sie, sind schon lange tot. Und auch hier kaum noch Fische. Ausgerechnet, nachdem sich die Textilfabriken hier angesiedelt haben. Über 4000 Fischer haben angeblich schon aufgegeben. Vor 10 Jahren war das Wasser richtig gut. Wir hatten tausende verschiedene Fische. Seit die Industrie hier hingezogen ist, wird es immer schlimmer. Kein Fisch, kein Geld. Nichts zu essen. Vielen Menschen hier fehlt es an allem. Das betrifft nicht nur die Fischer. Wir sind auf dem Weg zu einem anerkannten Umweltaktivisten. Abdul Martin erklärt uns, das ganze Ökosystem ist aus den Fugen geraten. Das Leben aller Menschen hier hängt vom Wasser ab. Das fängt bei der Gesundheit an, bei der Ernte, dem Land. Das allgemeine Bild ist, alle Flüsse und Kanäle in Bangladesch sind verschmutzt. Und das gefährdet die Gesundheit der Menschen. Die Fischer wollen uns die Ursache zeigen. Abwasserrohre aus den Textilfabriken. Quasi überall ragen sie in den Fluss. Das Wasser sieht dreckig aus. Stinkt nach Chemie. An willkürlichen Stellen nehmen wir Proben. Aus dem Dhaleshwari und aus einem weiteren Fluss. Wir werden das Wasser untersuchen lassen. Auch Schwermetalle und den Sauerstoffgehalt. Es besteht wenig Hoffnung, denn das, was hier wie Regen aussieht, sind faulige Gase. 2 Wochen später. Termin beim WWF. Wir zeigen die Testergebnisse, bitten um eine Einschätzung. Und aus dem Verdacht, dass die Textilproduktion in Bangladesch die Flüsse vergiftet, wird Gewissheit. Der eine Fluss ist komplett tot und der andere ist fast tot. Also es ist einfach, die Proben sind so, sind zum Beispiel bei den einen Werten, das ist 100-fache über dem Wert, den die europäischen Flüsse haben. Und damit heißt es, dass eigentlich gar kein Sauerstoff mehr in diesem Fluss vorhanden ist und damit keine Fische mehr leben können, keine Wasserpflanzen, nichts. Also die Menschen können das Wasser selbstverständlich nicht trinken. Im Vorzeigeland Bangladesch ist offenbar wenig besser geworden. Und auch in anderen Ländern in Asien leitet die Textilindustrie Abwasser in Flüsse. Jeden Tag. Die Flüsse dort, mal rot, mal blau.
mal lila. In vielen Teilen gilt das Grundwasser als nicht trinkbar. Trotzdem wird es genutzt. Für Viehzucht und für den Anbau von Lebensmitteln. Die auch bei uns in den Supermärkten landen können. Das europäische Schnellwarnsystem hat auch dieses Jahr kontaminierte Lebensmittel aus Asien entdeckt. Mit Giften, die auch in der Textilproduktion eingesetzt werden. Cadmium, Chrom und Blei. Ich habe das nicht gewusst mit dem Wasser. Ja, ist eine Sauerei. Grundsätzlich ist eine Sauerei. Naja, wenn alles gut läuft, ist man Lebensmittel aus Deutschland. Ne? Aber bei Ingwer ist immer so eine Sache, wo kriegt man Ingwer her? Der wächst nun mal überwiegend in Asien. Aber Experten warnen vor einem viel größeren Problem. Mangel an sauberem Wasser kann ganze Gesellschaften zerstören und Teile der Welt unbewohnbar machen. Es wird Kriege um Wasser geben und es wird zu massiven Wanderungsbewegungen führen aufgrund von verschmutztem Wasser und vom Wassermangel. Und das ist vielen noch nicht bewusst, dass das ein ganz großes Problem ist, was da auf uns zurollt. Die Modemesse Munich Fabric Start ist ein Hotspot für Einkäufer aller Marken, kleine wie große. Was es hier zu sehen gibt, landet später bei Esprit, S. Oliver oder Diesel. Aber auch bei Discountern wie Lidl. Und auch hier viel Grün. Die Branche ist angeblich mit sich selbst im Reinen. Wir müssen die Welt schützen. Aber sie müssen auch überleben und Profit machen. Nicht für uns. Wir tun das für unsere Kinder, für die nächste Generation. Ansonsten haben sie kein Trinkwasser mehr. Die ganze Erde wird vergiftet. Das wollen wir nicht. Kann man der Branche das glauben? Dieser Mann sagt nein. Jochen Strähle war jahrelang selbst im Modemanagement tätig. Jetzt unterrichtet er an der Hochschule Reutlingen und behauptet, eigentlich hat sich nichts geändert. Auch im Zeitalter von Öko geht es fast nur ums Geld. Unternehmen haben erkannt, dass das ein Markt der Zukunft ist. Und wenn grüne Produkte oder zumindest welche mit einem grünen Anstrich zu mehr Umsatz führen, dann werden sie das tun. Deswegen ist Nachhaltigkeit mittlerweile ein eigenes Geschäftsmodell geworden. Und das hat natürlich mit den originären Ideen, weniger zu verbrauchen oder besser mit den Ressourcen umzugehen, herzlich wenig zu tun. Eine Einschätzung, die Angst macht, denn Färben ist essentiell fürs Modegeschäft. Und die Textilindustrie ist für 20% des Abwassers weltweit verantwortlich. Damit ist sie zweitgrößter Wassernutzer und Verschmutzer. Doch warum ändert sich zum Beispiel in Bangladesch so wenig? Es soll doch zahlreiche Fabriken geben, die sich an die vorgeschriebenen Umweltstandards halten. Dieser Ökonom hat die Textilindustrie in Bangladesch untersucht. Die Anzahl solcher Fabriken ist begrenzt. Die Mehrheit der Fabriken benutzt Rohmaterialien, die den Umweltstandards nicht entsprechen. Außerdem sagt er, auch wenn eine Kläranlage da ist, wird sie nicht unbedingt benutzt. Denn das sei teuer. Eine Angst, die Fabriken haben, ist, wenn sich eine Fabrik nicht an das Gesetz hält, sprich die Kläranlage ausschaltet, dann ist sie profitabler als die, die sie laufen lässt. Es gibt ein Dilemma. Fabriken, die das Gesetz brechen, hätten einen Vorteil. Heißt, wenn die westlichen Kleidungsmarken auf Umweltschutz und Kläranlagen verweisen, ist das nicht unbedingt viel wert. Gefärbt und gewaschen wird hier offenbar jede Menge ohne funktionierende Kläranlage. Und eine solche Fabrik suchen wir jetzt. Irgendwann bekommen wir einen Hinweis und einen Termin. Wir sind gespannt, mit wem die Fabrik Geschäfte macht. Das ist der Chef. Wir erzählen ihm, wir seien Designer aus Deutschland. Er zeigt uns seine Fabrik. Und seine Kläranlage, die ausgeschaltet ist. Trotzdem werden jede Menge Sachen gefärbt und gewaschen. Für den Chef kein Problem. Schnell kommt es zur Geschäftsanbahnung. Ein Geschäft, das eigentlich unmöglich ist. Zur Erinnerung. Wer mit westlichen Marken zusammenarbeiten will, muss Mitglied im Verband der Textilexporteure sein, der unter anderem für die Einhaltung von Arbeits- und Umweltstandards steht. Doch der Fabrikbesitzer weiß eine Lösung. Der Vertrag wird einfach mit einer anderen Firma geschlossen, die, anders als seine, Mitglied im Verband ist. Und die leitet den Auftrag dann an ihn weiter.
So mache er das immer. Später erfahren wir, dass die Behörden diese Färberei sogar offiziell geschlossen haben, wegen Umweltverstößen. Genutzt hat es offenbar nichts. Sie färbt und wäscht einfach weiter. Zurück in Deutschland. Noch fehlt uns der Beleg, dass der schmutzige Trick mit dem Umweg funktioniert. Dann erreicht uns eine Nachricht von der eigentlich geschlossenen Färberei. Scheint gut auszusehen. Sie nennen den Namen der Fabrik, mit der wir den Vertrag abschließen sollen. Ihr Name? Sharmak Dum Garment. Das ist die gute Firma. Ja, das ist die mit Zertifikat für Europa, angeblich. Und tatsächlich, diese Firma ist beim Textilverband gelistet und erfüllt alle Voraussetzungen für Arbeits- und Umweltschutz. Auf deren Website finden wir auch eine Liste mit internationalen Abnehmern. Darunter Taco und Ernstings Family. Doch macht die scheinbar vorbildliche Fabrik bei dem schmutzigen Deal auch mit? Wir stellen die Falle auf, bitten um ein Angebot für 5000 Hosen und erwähnen die Wäscherei, die wir in Bangladesch besucht haben. Die Falle schnappt zu. Sharmak Dum erwähnt in der Antwort sogar Aldi und Lidl als frühere Abnehmer. Und ja, man könne das Geschäft machen. Sharmak Dum will die Hosen nähen. Das Färben übernimmt aber die Fabrik, die wir besucht hatten. Ohne funktionierende Kläranlage. Offiziell auch längst geschlossen. Wir brechen den Deal jetzt ab. Und wir sehen eine Gefahr. Die westlichen Marken erklären zwar, nur Firmen mit Zertifikat zu beauftragen, aber die könnten ja Teilaufträge einfach an andere Firmen weitergeben, ohne Umweltzertifikat. Damit konfrontieren wir die Marken, die uns bei Sharmak Dum aufgefallen sind. Aldi und Lidl erklären, derzeit nicht mit Sharmak Dum zusammenzuarbeiten. Ernstings Family schreibt: Uns liegen eidesstattliche Erklärungen sowohl unseres Importeurs als auch des Lieferanten vor, dass sie Ernstings Family Artikel nur in zertifizierten Wäschereien färben und bearbeiten. Taco bestätigt, dass ihr Zulieferer mit illegalen Wäschereien zusammenarbeitet. Aber angeblich nicht für Taco-Produkte. So werden unsere Lieferanten alle 3 Monate und deren Zulieferer mindestens jährlich überprüft. Unser Eindruck? Die Marken bestreiten zwar jede Verwicklung in schmutzige Umweggeschäfte. Doch unser Versuch hat gezeigt, das System hat Löcher. Denkt man an die hilflosen Fischer, die Experten und an die verschmutzten Flüsse, gibt es davon womöglich jede Menge. Verantwortlich dafür angeblich auch der Preisdruck der großen Marken auf die Fabriken. Nicht jedes Unternehmen kann diesem Druck tatsächlich standhalten. Und es führt dann dazu, dass tatsächlich Schattenbuchhaltung, Lügereien, Vertuschungen an die Tagesordnung gehen. Ganz einfach nur, um als Produzent weiterhin gelistet zu sein. Zurück zu den Sidas. Vom giftigen Färben der Kleidung haben Sie ja gehört. Aber ist so viel Färben überhaupt nötig? Hängt ja davon ab, wie viele Kleidungsstücke man braucht. Wir symbolisieren einen durchschnittlichen Kleiderschrank. 10 Kisten, jede steht für 10%. Macht 100%. Frage? Wie viel Prozent trägt man wirklich regelmäßig? Wie viel zieht man regelmäßig an? Welchen Anteil? Also nicht die Sidas, sondern die Deutschen im Durchschnitt. Die Familie kommt schnell zu dem Ergebnis, eigentlich braucht man gar nicht so viel. Und tippt 3 Kisten, gleich 30%. Es sind tatsächlich nur 20. Ja, okay. Ja. Oh, ich wollte gerade umändern. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass es 80% im Kleiderschrank gibt, die man eigentlich ignoriert. Ja. Ja, aber es ist wirklich so, weil man zieht ja eigentlich immer die Sachen an, die man gerne hat. Ich frage mich nämlich manchmal auch, wenn ich mir neue Sachen kaufe, wann soll ich das alles anziehen, weil ich ja noch 1000 andere Klamotten im Schrank habe. Jetzt geht's bei den Sidas ans Ausmisten. Erstes Vorsortieren im Zimmer von Sophia. Guck mal, Sophia, wie viele Klamotten du hast. Wahnsinn. Ja. Aber ich trage davon ja auch viel nicht mehr. Ja, aber ich hätte ja auch gesagt, du sollst einfach mal ein paar Sachen auftragen, weil du andauernd neue Sachen dazu kaufst. So viele Sachen kannst du gar nicht tragen, wie du hier hast. Ich die aussortiere. Mhm. Die Aufgabe für alle ziehe ich eher nicht an, ziehe ich oft an. Das ist jetzt alles, was du anziehst? Nicht alles, aber das ist am öftesten anziehe. Und von den Sachen hier nichts? Doch, also
ab und zu, aber sich halt meistens an. Der Benni hat ein paar Teile, die trägt er wirklich immer. Manchmal auch 3-4 Tage, wo ich schon sage, der ist jetzt dreckig, der Pulli, der muss mal in die Wäsche, aber er trägt schon immer dasselbe. Also nicht, dass er so richtig variiert. Also er braucht nicht so viel. Dann bitte mal alles einpacken, was man nicht so richtig braucht. Und Sophias Kiste nehmen wir beispielhaft mal mit zum Modeprofessor. Was sagt der denn dazu? Ja, sie geht gerne shoppen, glaube ich. Und gut, die ist tatsächlich absichtlich kaputt. Die war schon so. Ja, bei den Jugendlichen fällt natürlich sehr, sehr stark auf, dass sie vermehrt auf extrem billige Kleidung gehen. Im deutschen Markt teilt sich das so ein bisschen stärker auf. Aber wir dürfen trotzdem nicht vergessen, im Schnitt gibt jeder Deutsche knapp 900 Euro pro Kopf pro Jahr aus für Bekleidung. Das verteilt sich dann natürlich ein bisschen auf die unterschiedlichen regionalen Schichten und Einkommensschichten, die wir haben. Aber das ist Nummer 2 in Europa. Nur die Engländer konsumieren noch mehr. Das heißt, wir sind eigentlich im internationalen Vergleich da auch nicht unbedingt die Vorbilder, auch was die großen Industrienationen angeht, sondern wir sind da eigentlich eher Opfer unseres Wohlstands, dass wir einfach auch nichts Besseres zu tun haben, also außer einzukaufen. Doch wenn wir Opfer sind, wo wären dann die Täter? Hier in den Shoppingmeilen vielleicht? Die großen Marken mit immer neuen Styles und Sale in Dauerschleife? Seit dem Jahr 2000 hat sich der Umsatz der Bekleidungsindustrie jedenfalls verdoppelt. Auch deshalb. Von der ersten Idee über Nähen, Färben, Waschen in Asien bis zur Kasse bei uns in Deutschland vergehen manchmal nur noch 12 bis 14 Tage. So schaffen Moderiesen wie Zara ganze 24 Kollektionen pro Jahr. Alle 2 Wochen die neuesten Trends für den Kleiderschrank. Auch durch sowas wächst der Druck auf die Produzenten. Wir sind auf dem Weg zu einer alteingesessenen Fabrik in Bangladesch. Der Besitzer ist seit 30 Jahren im Textilgeschäft. Weben, färben, fertigstellen. Viele Auflagen. Er erfülle sie alle, sagt Mohammed Hatem. Aber er sagt auch, das werde durch die harten Geschäftspraktiken der Abnehmer immer schwieriger. Um die Sicherheit zu gewährleisten, brauchen wir jeden Tag zusätzliches Geld. Die Käufer hingegen zahlen uns jede Saison weniger. In den letzten 5 bis 6 Jahren manchmal 25 bis 30%. Er zeigt uns Bestellungen eines Auftraggebers. Eine große Marke, auch hierzulande. Wir dürfen den Namen aber nicht nennen. Herr Hatem hat Angst vor Konsequenzen. Für den gleichen Auftrag bekommt Hatem heute 27% weniger als vor 3 Jahren. Im Internet geben sie ihren Zielpreis an. Den müssen wir akzeptieren. Ansonsten bekommen wir den Auftrag nicht. Manchmal können wir den definitiv nicht einhalten, diesen Zielpreis. Manchmal machen wir Verluste, um den Auftrag zu bekommen. Mit Verlust produzieren, damit er wenigstens die Arbeiter bezahlen kann. Um die sich die großen Marken angeblich so viel Sorgen machen. Also fragen wir die Marken, was zahlt ihr in Bangladesch? H&M sagt, die H&M Group bezahlt heute nicht weniger als in vergangenen Jahren. Otto schreibt, wir können nicht bestätigen, dass sich die Einkaufspreise generell verbilligt hätten. C&A erklärt, die Einkaufspreise der in Bangladesch produzierten C&A-Kleidungsstücke sind geringfügig gesunken. Aber dafür bestelle man auch mehr und habe zuvor die Firmen geschult. In Schweigen hüllen sich dazu Aldi, Lidl, Primark, Zara und Kick. Vielleicht aus gutem Grund. Wir finden europäische Statistiken und Zahlen des Textilverbandes. Beide sagen, der Trend beim Einkaufspreis geht eindeutig nach unten. Gegenüber 2014 zahlen die Einkäufer laut Eurostat tatsächlich 57 Dollar pro Kilo Kleidung weniger. In Bangladesch werden die Preise gedrückt. Und hier bei uns kostet Kleidung weniger als vor 10 Jahren. Wie weit kommt man heute zum Beispiel mit 50 Euro?
ein kleiner Check. Wir bringen die Sachen anschließend wieder zurück. Vier große Marken. Überall gibt's haufenweise Kleidung. Primark schießt dabei den Vogel ab. Drei Pullover, ein Rock und drei Paar Hosen. Und auch bei den anderen kriegen wir für 50 Euro 4 bis 7 Teile. Kein Wunder, dass so unsere Schränke immer voller werden. Letzte Frage an die Sieders. Alles, was produziert wird, wie viel davon kommt innerhalb von einem Jahr schon wieder auf den Müll? So viel? 40%. Ich würde sagen 30%. Ich sag auch 40 oder 50 jetzt. Ich will jetzt 30 sagen. Also es sind tatsächlich 60%. Ja gut, aber es ist ja auch bei H&M oder so, wenn man da geht, da sind ja so viele Sachen auf der Stange, da frage ich mich auch, wer soll das alles tragen, ne? Müsste man sich, warum die Textilwirtschaft dann nicht einfach weniger produziert, ne? Dass man das nicht irgendwie besser abschätzen kann, wie viel von den Klamotten gekauft werden. Denn zu diesen 60% zählen auch Überproduktionen, Kleidung mit kleinen Macken, die uns nie erreicht. Altkleiderverwerter versinken inzwischen in Textilmassen. Allein hier kommen jeden Tag 70 Tonnen an. Immer mehr davon wird zu Putzlappen oder landet in der Verbrennung. Zu schlechte Qualität. Und irgendwie stellt man sich auch die Sinnfrage. Das wird offensichtlich, dass wir hier in einem Bereich unterwegs sind, wo Leute nicht mehr darüber nachdenken, woher kommt die Ware, wie ist sie dort produziert, ist sie fair produziert, ist sie nachhaltig produziert. Selbst wenn kein einziges Teil mehr produziert würde, wäre genug da, um die ganze Welt noch 10 bis 15 Jahre einzukleiden, sagen Experten. Thorsten Zichel arbeitet seit fast 20 Jahren hier. Er kennt auf den ersten Blick, was etwas taugt und was nicht. Wir haben doch modische Sachen wie so einen kleinen Blazer und eben Neuware. Ob das nun Kindersachen sind, Chibo. Hier auch mal ein Brand, eine Hugo Boss Hose, Jeans, eine Sportleggings eines Unternehmens, was auch bekannt ist. Mitunter denkt man, schön, wir haben was, aber zum anderen denke ich gleichzeitig, dass wenn Menschen sich etwas anschaffen und Neuware wegwerfen, vielleicht geht es denen zu gut. Fast neu. Aber wir können was tun. Und das heißt nicht unbedingt den Spaß an der Mode verlieren, sondern mehr Spaß am einzelnen Stück haben, das wir uns gönnen. Die Lösung wäre also, die Dinge mehr wertzuschätzen, dafür weniger zu kaufen und am Ende weniger wegzuwerfen. Damit unser Planet lebenswert bleibt und es auch für die Menschen in Bangladesch eine Zukunft gibt.